Hi Leute, ich bin's nochmal, euer Außenseiter 61. Ja, und ich habe hier den Comic Thunderbolts. Also, das Cover hat mir schon mal ins Auge gestochen und das sieht richtig genial aus. Die Farben einfach, also richtig gern, ja, also die, also das Cover ist sehr genial, was man von den Zeichnungen eher nicht ganz so behaupten kann. Gut, ich will jetzt Steve DeLeon nicht weiter kritisieren. Okay, es fängt so an. Der Punisher steht gefesselt an einem Stahlbolzen. Und ratet mal, wer das Ganze arrangiert und geplant hat. Ganz genau. General Thunderbolt Ross. Eigentlich auch der rote Hulk. General trommelt hier schon mal so viele, also General trommelt schon mal so viele, ja, Anti-Helden zusammen, wie es geht. Einmal Deadpool in Paris, er hier gerade jede Menge Pantomime abknallt. Dann ja noch, ja, eben Elektra. Ja, und dann macht er noch, ja, dann wollte der Punisher nochmal ein Angebot machen, dass er mitmachen soll. Punisher denkt nicht lange nach. General Ross sagt ja auch noch selber persönlich, er wäre besser als die anderen. Könnte vielleicht doch eventuell daran sein, dass sie sich mal früher gesehen hatten, als der General noch etwas jünger war und Frank noch Soldat war. Könnte vielleicht auch ein guter Zufall sein. Jedenfalls tummelt sich gerade vor dem Gebäude eine Menge Leute, die wissen, dass der Punisher drinne ist. Und was sagt der Punisher, ob er mitmachen will? Ja. Und die Ballerei oder auch Schlägerei beginnt. Also, für manche Fans ist das Heft jetzt noch nichts Besonderes. Es soll ja auch eine Einführung sein. Ich find's ganz in Ordnung und freue mich schon auf die nächsten Hefte.